sage, dass Apex in 4 Monaten noch locker da ist mit 90.000 Zuschauern oder Spielern. Der Spieler hat sehr viel mehr. Das muss man schon ein bisschen spezifizieren. Spieler hat sehr viel mehr. Also du sagst 90.000 Zuschauer auf Twitch in 4 Monaten bei Apex. In 4 Monaten, ne? Das wäre. Ja, dann müsst ihr euch mal irgendwie einen Eintrag machen, glaube ich. Und wir haben jetzt Ende Februar, also du meinst Ende März, Ende April? Nee, Ende Juni? Lass uns doch einfach Anfang März loslegen. Ja, dann eben Anfang Juli. März, April, Mai. Ich habe das jetzt sogar als dauerhaften Befehl eingerichtet. Das ja, Anfang Juni quasi. Nee, Anfang Juli, wenn du sagst 4 Monate. Juni, Juli. Ach so, 4 Monate. Du hast gesagt 4, wir können auch 3 draus machen. Ja, du hast vorhin 3 gesagt. Was ist denn ein Quartal? 3. Das sind 4. 3. Nee. Ja. Ein das Quartal sind 3 Monate. Ja, dann lass uns 3 machen. Ein Quartal ist dann ein schöner. Da können wir uns auch dran nach. Dann wirklich Anfang Juni. Ich schreibe dir jetzt als Privatnachricht. Weniger als 90.000 Zuschauer. Dann kriegst du was, wir müssen nämlich ausmachen. Was eigentlich? Ja, das wäre jetzt das nächste, aber wir müssen erstmal die Bettkonditionen klar machen. Anfang Juni, weniger oder mehr? Also für dich weniger. Also ich sag weniger als 90.000. Also sind wir jetzt bei Zuschauer bei Twitch oder willst du was über die Spieler machen? Naja, Benny hatte doch gesagt bei Twitch, oder? Die Spieler kannst du nicht einsehen, die gibt EA nicht offiziell raus. Okay, dann also 90.000 Zuschauer bei Twitch. Ich sag weniger und du sagst gleich viel oder mehr. Anfang Juni weniger als 90k bei... Ich schreib dir das jetzt so als Nachricht. Ja. Könnt ihr einfach in... Wendereintrag machen. Wenn du bist Zeuge. Eben. Boah, das merke ich mir aber morgen schon nicht mehr. Naja, du kriegst das bei mir nochmal so dazu geschickt. Das merke ich mir trotzdem morgen nicht mehr, wenn du mir irgendwelche Sachen schickst. Als Webmaster musst du es einfach bestätigen, dass wir es gesagt haben, weil es da steht. Ich glaube, außerdem haben wir es so aufschreibt, wie wir es besprechen. Eben, außerdem läuft ja ein Stream nebenbei, also wir können es noch nachprüfen. Nicht in 3 Monaten. Nur bei mir schon. Bei dir schon, ja. Heute ist übrigens der ganze Stream auf einmal von letzter Woche online gegangen, weil ich zu viel Content habe aktuell. Anfang Juni weniger als 90k bei Twitch Lumi. Und Anfang Juni. Ich gehe Sachen töten und Steine farmen. Sachen töten. Mehr als. Mehr beziehungsweise gleich. Also mein Xan schätzt eher so 12 bis 15 Monate, aber ich bleib mal bei den 3 Monaten. Also weniger als 90.000, da bin ich mir ziemlich sicher. Was, 12 bis 15 Monate, was bis Apex weg ist? Ja. Das wäre aber Quatsch, wenn es sich ein ganzes Jahr hält, glaube ich nicht, dass es weggeht. Ich glaube nicht, dass es sowas ist wie LOL oder Dota, was halt einfach noch nach 5 Jahren gespielt wird. Fortnite ist schon sowas wie LOL oder Dota gewesen. Ich weiß, aber Fortnite bleibt auch so. Ich denke halt, das wird tatsächlich der Konkurrent zu LoL, quasi so wie Dota 2 zu LoL ist, so wird Apex zu Fortnite sein. Von denen im Zweifel ein bisschen älteren gespielt werden, aber trotzdem Free-to-Play. Ne, wir lassen uns überraschen. Wäre mein Guess. So, um was wollen wir wetten? Bier nochmal? Bier nochmal? Noch mal Bier. Du willst unbedingt ein hessisches Bier trinken, habe ich das Gefühl. Ja. Jetzt können wir nochmal um Bier wetten. So schlecht fand ich das nicht. Okay, dann Wetteinsatz schreibe ich hin. 2 Bier oder ein Bier? Ja, eins lohnt sich ja gar nicht, macht 2 draus. Okay. So, okay. Geschrieben. Soll ich das, was ich an Sport wegtrainiert habe, heute gleich direkt an Bier wegtrinken? Ey, du kriegst doch heute das Bier nicht. Ich hab aber Bier da. Ich hab ein Kassenbier da. Ich hab immer noch Bier, das seit 2 Jahren abgelaufen ist. Ich würde das gern langsam mal weghaben. Na, dann trink das mal. Also, ich kenne nur Radeberger, das wird mit der Zeit gut. Wird gut? Ja, Radeberger, wenn du es dir neu kaufst, hast du nicht so vertrinken, muss mindestens 2-3 Wochen, lass mich lügen, rumliegen. Ja gut, das wäre ja was ich nicht kaufen würde, schon allein, weil ich das nicht rumliegen lassen würde. Dann musst du das mal streamen. Vielleicht gucken wir uns dann mehr. Ich was? Muss, Im
Imperator Rom. Das ist doch ein Strategiespiel, das hat doch gar nichts mit Battle Royale zu tun, oder bin ich blöd? Es ging um Hypes gerade. Er meinte, dass er gerne hätte, dass das ein Hype hätte, damit es mehr Leute spielen. Ist es denn neu? Wahrscheinlich nicht. Wenn es nicht neu ist, kannst du es schon knicken. Oh, es ist noch nicht draußen. Okay, dann ist es neu. Welches Spiel? Irgendwie Emperor Rome, aber wenn es noch nicht draußen ist, ist es ja... Was? Emperor of Rome? Ach so. Emperor Rome. Der Punkt ist nur, es gibt die nächste Frage, was für ein Genre ist das? Aktuell kannst du, glaube ich, nicht viel Hype generieren, wenn das ein Strategiespiel ist. Global Strategie. Ja, kannst du knicken. Spielt keine Sau mehr. Du kannst eigentlich nur sowas generieren, wenn du Battle Royale hast oder alte Spieler wie bei Good Old Games. Da solltet ihr unbedingt mal ab... Wer hat dir das Pferd oben hingestellt? Bei Good Old Games kann man noch abstimmen für Favorite Games und Black und White 2 oder 1 dürfte mittlerweile auf dem Wunschtable ganz weit oben sein. Ich hätte nach wie vor gerne eine deutsche Version von You Don't Know Jack, aber... Das wird es nie geben. Ja. Bin ich auch dabei. Es gibt halt momentan Crazy Machines 3, gibt's als Rabatt für 3,40 Euro oder so einen Spaß. Kenn ich nicht mal. Echt jetzt? Hm. Crazy Machines ist so ein Logikrätsel-Ding. Okay. Aber das gab's damals ziemlich oft in Screen Fun und so einen Spaß. Sansa Global Strategy hat noch nie jemand gespielt. Der größte Player davon derzeit ist immer noch, keine Ahnung, und ist nicht mal 5000 Zuschauer auf Twitch. Ist nicht Global Strategy sowas wie Stellaris? Ja, nur das ist halt Universum-Strategie. Global Strategie ist halt normalerweise auf der Erde. Würde ich sagen. Hearts of Iron 4. Das Problem ist, dass die Dinger alle übelst hardcore sind und richtig kacke aussehen und dabei noch ultra komplex sind. Das ist halt einfach nicht einsteigerfreundlich, deswegen spielt es keine Sau. Weil du dich irgendwie. Halt kein Hype, ne? Du musst halt 150 Stunden nicht da einarbeiten, damit du überhaupt verstehst, was ein Streamer da macht, wahrscheinlich. Hm. Das ist so ein bisschen. Das ist nicht zuschauerfreundlich, was ich vorhin gerade meinte, was Apex meiner Meinung nach ist. Ist es auch. Also, ich finde es sehr viel umgänglicher als zum Beispiel Stellaris. Da kannst du echt. Was, ein indischer Glaswelt, habe ich gerade bekommen. Bei Stellaris musst du dich halt echt. 120 Stunden reichen schon. Xan, ich hab gerade mal 100 Stunden in Apex und da hatte ich von Minute 1 an Spaß. 100 Stunden reichen schon, ey. Hallo, was war? Aber du bist ein kleiner Witzbold, ey. Hat einen Clown gefrühstückt. Jedes Spiel, das ich in, sag mal, 20 Stunden nicht halbwegs, sozusagen zu 80% erschließt, ist leider zu komplex für die Masse. Und 20 Stunden ist schon hochgegriffen. Ja, 20 Stunden ist echt schon hoch. Das gleiche Problem war nämlich Path of Exile auch, dass das viele Leute innerhalb der ersten 10 Stunden aufhören und nie wiederkommen. Was ist das denn hier? Man nehme nur mal Farming Simulator. Finde ich, liegt aber nicht daran, dass es zu komplex ist. Path of Exile? In den ersten Stunden ist es doch noch gar nicht komplex. Naja, die meisten Leute sind schon überfordert damit, wenn du denen sagst, hol dir mal einen Loot-Filter und geh mal ins Forum und guck nach einem Bild, weil sonst wirst du irgendwann nicht weiterkommen. Das brauchst du nicht in den ersten 10 Stunden, wenn das Spiel gerade 90 stimmt, entdeckst. Aber der Loot-Filter ist auch in den ersten 10 Stunden schon hilfreich. Der ist immer hilfreich, das stimmt, aber das ist nichts. Weißt du, das ist ein nice Gimmick, aber das ist nicht essentiell dafür, um dieses Spiel zu spielen. Trotzdem gibt es ganz viele Leute, die das Spiel, Entschuldigung Felix, in den ersten Stunden wegschmeißen und nicht wieder anfassen. Ich hab's ja auch in den ersten Stunden gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich Path of Exile gespielt habe. Ich müsste nachgucken, aber es sind auf jeden Fall nicht mehr als 20. Bei mir ähnlich. Siehst du auch, dass ich bei den... Wenn du das falsche Perks, also das falsche auswählst, Benni hat mir auch damals die Hilfe mit dem Bild da gegeben, welcher Perks sich am besten auswählen sollte. Wenn du nicht weißt, was du da leveln sollst und das falsche auswählst, dann bist du zwar nicht so doof dran, aber es hilft dir nicht beim Fortschritt des Spiels. Ja, wie gesagt, bis so Level 40 kannst du einfach so reinspielen, wie du Lust hast, danach wird es halt schwieriger langsam. Ja, danach solltest du wissen, was du levelst. 120 Stunden, dafür ist die durchschnittliche Spieldauer von allen Spielern in Global Strategiespielen dann fast vierstellig. Ja, okay, aber guck dir doch mal die ganzen Leute an, die Counter-Strike und PUBG zum Beispiel spielen oder Fortnite, das ist doch auch vierstellig, die meisten Stunden anzahlen. Also das finde ich jetzt ein schlechtes Argument. Es gibt trotzdem einsteigerfreundliche Spiele, die man lange spielen kann. Es muss nicht super komplex sein, damit man das lange spielen kann. Das stimmt wohl.
Eure Truck Simulator, bestes Beispiel. Ja, Turmoil habe ich nicht mehr reingeschaut. ETS ist zwar ein anderes Genre, aber da brauchst du dich nicht lange reinspielen, um dich reinzufinden. Ja, das musst du, bei den Simulatoren musst du die Tastaturkombination und die sowas auswendig lernen müssen. Das dauert ewig. Ja. Das ist voll doof, dass das Twitch-Trumm spinnt. Jetzt kriegt ja gar keiner mit, dass wir streamen. Ja, was? Nee, weil Twitch ja rumspinnt, sieht niemand, dass wir streamen. Ich hab getwittert. Twitter ist kein Mensch. Doch, irgendwie 2%, die bei Facebook sind, auch bei Twitter oder sowas. Irgendwie so der Verhältnis ist das. Ja, bei Twitter bin ich letztens online gegangen. Ich hatte 44 Benachrichtigungen. Tatsächlich glaube ich, dass bei Twitter mehr Bots als Menschen aktiv sind. Tatsächlich glaube ich, dass bei Facebook fast nur noch meine Freunde online ist. Ich bin noch bei Facebook. Nee, hab ich nicht mehr reingeguckt bei Facebook. Ja, ey, Facebook ist genauso auf dem absteigenden Ast. Ja. Das ist aber schon lange. Eigentlich. Wobei Instagram gehört auch zu Facebook, oder? Ja. Ja, aber das ist bei der Jugend halt beliebter. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass unsere Generation Facebook nutzt und unsere Generation anfängt, Kinder zu haben, die nicht auf den gleichen Zeiten rumrennen wollen wie die Eltern. Touché. Mhm. Ja, okay. Ich glaube einfach, dass Facebook dumme Änderungen gemacht hat, die nicht so wirklich hilfreich sind. Wie zum Beispiel, du siehst nur neueste Nachrichten, halt wirklich nur neueste Nachrichten, die du noch nicht gesehen hast. Du kannst nicht weiter zurückscrollen. Das ist völlig dämlich. Beziehungsweise die neueste Market-Update, da wurde jetzt überall Marketplace hast, ist ein billiger Abklatsch von eBay Kleinanzeigen. Also ich viel blöder finde, dass das in den Videos mittlerweile Werbung ist. Das hast du fast überall. Ich gucke keine Videos auf Facebook, von daher, I don't care. Ja, ich schon gelegentlich. Ben, ich habe einen Amethysten gefunden, was für deine Frau. Dankeschön. Rennst du eigentlich gerade rum? In der Mine. Welches Level? Ach, du auch? 59. Ich bin schon ein bisschen schön, unter dir, bald bin bald gleich bei dir. Ich bin bei ab 55 habe ich schon. Was? Ab 55 habe ich schon. Das erklärt, warum hier so viele Treppen rumrennen liegen. Schon gewundert. Ja, und ich bin bei Level 83. Ich bin irgendwo bei 65 eingestiegen. Aber wir müssen ja jetzt eher zurück. Ja, wir sprechen uns auf jeden Fall perfekt ab. Nee, ist ja okay. Ich hab gesagt, ich gehe in die Mine. Du bist viele Staubgeister töten. Naja, wenn das ist okay. Wenn ich da gewesen wäre, wäre schlecht gewesen. Das war ja noch nicht immer böse gemeint. Ja, hoppa, hoppa, Reiter, wenn er fällt, dann Scheiter, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in die Hecken, fressen ihn die Schnecken. Ich dachte Jecken, aber okay. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Ja, sorry, das dauert jetzt. Also, ich glaube, Grand Strategy war tatsächlich immer ein Nischenprodukt, nochmal kurz, um auf das Thema zurückzukommen. Echtzeitstrategie hatte mal einen relativ großen Hype, aber Grand Strategy, was es ja ist, nie so wirklich. Wir könnten eigentlich mal wieder Heroes of Might and Magic 3 streamen. Ja, wenn, dann 5. Das ist eine modernere Version von dem 3er. Ich sollte mal ins Bett, ne? Weißt du noch, wo wir mit der 3 mit dem Marco schlaflose Nächte verbracht haben? Ja, wir waren im Urlaub und haben durchgezockt Heroes of Might and Magic 3 im gleichen Laptop. Süß. Bis dann irgendwann einer aus dem Fenster so rausguckt hat. Gehen die jetzt Zähne putzen für den Abend oder für den Morgen? Minenarbeit Stufe 6. Kampfstufe 10! Kampfstufe 5. Abklingzeit von Spezialaktionen wird halbiert. Ich benutze nie Spezialaktionen, von daher sollte ich das weglassen. Desperado, kritische Treffer sind tödlich. Na, das klingt doch mal gut, oder? Geil, jetzt habe ich Kampfstufe 10. Ich bin dafür, dass wir in die Wüste gehen. Jetzt bist du in die Wüste, warum das? Ja, jetzt habe ich Kampfstufe 10. Oh, ich bin nicht ausgeschlafen. Warum bin ich nicht ausgeschlafen? Ich bin noch pünktlich ins Bett. Ich bin auch nicht ausgeschlafen. Ich bin ausgeschlafen, guck mal an. Aber wir haben gar nicht genug Steine dafür. 26 Iridium-Erz? Wart ihr ohne mich online oder was? Nö. Nee. What the hell? Wir haben aber letztes Mal mit unserem Dreier-Squad ziemlich viel Iridium gefarmt, tatsächlich. Wir haben nur 99. Also wir haben jetzt 1200 Steine in etwa. Ich habe noch 150. Reicht nicht, ja? Wahrscheinlich eher nicht. Wir haben jetzt 999 Steine und 458 Steine. Nom nom nom. Nom nom nom. Krabbenkuchen.
den wir letztens verkauft haben, den tollen Krabbenkuchen. Wieso? Den sollen wir essen? Ach nee, Aal war das, den wir verkauft haben, nicht Krabbenkuchen. Sagen hier. Psst, Xan. Nicht spoilern, ich will selber rausfinden. So. Wird hier schon wieder böse Sachen gesagt. Das fängt schon wieder an. Er hat gesagt, er weiß was, was man bei Level 100 kriegt. Was soll das? Welches Level 100? Ich will es nicht wissen. In der Mine. In der Schädelhöhle. Ich will es nicht wissen. Ich hol mir ein Bier. Bis gleich. Okay, ich geh wieder farmen. Ich muss das echt aufbrauchen. Können wir dann morgen oder sowas in die Schädelhöhle gehen? Ja, wenn du es ansagst. Ich sage es gerade an die Leute. Ich meine, wir haben nicht genug Steine dafür, aber können es ja versuchen. Ich glaube, morgen ist Weihnachten, aber wir können ja heute Steine farmen. Und dann morgen ist Weihnachten? Ja, da gibt es doch auch ein Fest. Am 24. oder am 25. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Müsste mal auf das Ding ins Gucken. Und so. Ich gehe erstmal zum Schmied und tu die ganzen Geoden aufbrechen lassen. Mach das und ich hol mir jetzt mein Bier. Ich bin gleich wieder bei euch. Real Life, oder? Ja, Real Life Bier, hat's doch gesagt. Das Bier aufschrauben muss. Alter, aua. Ja, nevermind. Das war ein bisschen viele rote Schleime. Ernsthaft? Ja. Naja, wenn du jetzt neue Schwert bräuchtest, wir können es uns dicker leisten. Ich habe 5000 G verloren. Aber ich glaube, ich habe keine Sachen verloren. Nur 5000 Gold. Hast du Schwein gehabt? Würde ich sagen. Hab ich lange gebraucht zum Umfallen. Geil. Sexy Iridiumerz. Läuft. Sexy Iridiumerz? Drei Iridiumerz. Du eine Schädelhöhle oder was? Nein, ich bin beim Schmied. 50 Geoden aufbrechen. Achso. Ich hatte noch ein paar Geoden reingeschmissen, ne? Ganz wenig, Benni. Ja, es kommt halt davon, wenn drei Leute durch die Minen rennen, ne? Könnte halt ein bisschen dauern. Bisschen viel abwerfen. Geoden halt erzeugen, das meine ich. Ich breche hier auf und Zeug auf, ich bin immer noch bei 33, ey. So, back again. Benni ist gerade bewusstlos umgefallen. Nein. Doch. Eine normale Mine. Ja, da waren eventuell irgendwie 4-5 rote Schleime direkt bei dem Eingang. Ach shit, okay. Ja, und man muss sagen, dass die roten sind echt Hammer mittlerweile. Mhm. Und die machen ja irgendwie 20 Damage pro Hit und dann kommst du nicht weg und kannst sie auch nicht umdrehen und na. Also ein bisschen doof. Ja, wird nur noch so 5 abgelaufene Biere. Richtig gut. Bald bin ich's los. Was? Ach, 5 abgelaufene Biere? Nur noch 5. Verstanden. Was, abgelaufene Tiere? Wer läuft denn Tiere ab? Ne, sind ja Schäfer. Warum soll der Schäfer irgendwie ablaufen? Oh, hier trainiert ja jemand. Oh, jetzt gerade nicht. Lumi, hier wäre ein Alex für dich zum Angucken beim Training. Ne, was? Ein Alex. Ah, da kommst du gar nicht rein. Ach so, der Alex, ja, ich überlege ja noch, ob ich fremd gehe. Du musst ja gar nicht ran bei Männern und Kleidung. Ja, man kann auch fremd gehen, ohne verheiratet zu sein. Nee. Eben, nehmen wir einen imaginären Freund. Nicht in dem Spiel, Lumi, tatsächlich. Du kannst in dem Spiel nicht fremd gehen, ohne verheiratet zu sein. Ja, wieder nicht knatschig, wenn ich mich jetzt an den Alex frage. Aber Alex ist so eingebildet. Ich glaube, der tut auch nur so eingebildet. In Wahrheit hat er eine sehr, sehr nette und schöne Seele oder so. Irgendwie. Immer total. Du hast zu viel, wie hieß das, Vampire Stun gespielt. Ah, die Animation habe ich letztes Mal nicht gesehen. Sind da eingebildete Menschen, die in Wahrheit, oder Vampire, die in Wahrheit eingebildet sind? Ja, aber es gibt gute und böse Seelen. Hier wollen wir schon. Haben wir das eigentlich fertig gemacht mit dem komischen Ding? Ah, ne, müssen die dem Goblin nochmal ein Geschenk geben, ne? Ja. Ihr solltet euch am besten. Ich hab schon längst vergessen, was der kriegt. Ich weiß auch nicht mehr, was er kriegt. Ich wusste ja nicht, was er kriegt.
Aber wir müssen ja, Ich weiß ja, was er kriegt, aber ich darf euch ja nicht sagen, wenn ich es weiß. Du solltest halt nicht nachgucken, sowas. Ja. Ich gehabt. Elliot, nein, Elliot ist nicht mein Typ. Elliot! Da muss ich immer an Scrubs denken. Scheiße, müssen wir eigentlich mal eher mehr nach Büchern gucken. Irgendwo in irgendeinem Buch steht es ja drin oder so, war das doch. Wir haben schon alles an ihm probiert. Ich fahre jetzt erstmal rein. Wir gehen wegen schon alles? Eli. Wenn es alles gewesen wäre, hätte ich als Richtige erwischt, oder? Ja. Alles okay bei dir, Ben? Ihr habt die Scrubs-Folge nicht gesehen, wo JD und Turk Elliot kennenlernen, oder? Nein, ich glaube nein. Schade. Kannst du aber ersten. Ruhig spoilern. Ja. Da sagen die halt genau, da fragen sie halt die nach dem Namen und da sagt sie halt Elliot und das ist die erste Reaktion. Elliot. Weil sie sich halt drüber lustig machen wollen, dass das ein junger Name ist. Beziehungsweise das so ein bisschen in Richtung E.T. Scrubs habe ich immer samstags morgens mit meinem Ex-Freund geschaut. Aber anscheinend nicht die ersten Folgen, oder? Nö, ich gucke ja keine Serien so, aber also sind wir irgendwo in der Mitte eingestiegen bei Pro7. Ja, da sind die ersten Folgen tatsächlich die besten. So bis Staffel 4 ist es richtig geil. Danach ist es immer nur irgendwie Wiederholung, mehr oder weniger. Naja, das ist ja das Gute, wenn du bei Staffel 5 einsteigst, ist es für dich nicht Wiederholung. Stimmt, aber die Witze sind auch nicht mehr so gut, meiner Meinung nach. Ich finde die Witze in den ersten 4 Staffeln tatsächlich besser. Ich fand das eigentlich immer ganz nett. Und ab dem Zeitpunkt hatten wir wie hieß der Chefarzt? Kelso. Kelso. Oh, das ist Dr. Kelso immer. Hatten wir vor Dr. Kelso keine mehr Angst. Keine mehr Angst. Keine mehr Angst, genau. Keine Angst mehr. Keine mehr Angst hatten wir dann. Korinthenkacker. Ich hatte gleich noch ein paar andere Sachen. Gehen wir dann jetzt morgen in die Schädelkühlung? Ja, hat mir da jetzt gesagt, mein Gott. Ich habe immer noch kein eindeutiges Ja bekommen. Du hast schon dreimal ein eindeutiges Ja bekommen, Papa. Echt? Das macht das Bier, das wirkt jetzt schon. Ich habe nichts gegessen. Na klar. Taub. Taub du bist, sterben du wirst jung. Ich habe noch ein paar Geoden hier für dich, Felix, dann. Was? Ich habe noch ein paar Geoden für dich, Felix. Hab grad 50 aufgemacht. Ich hab noch ein paar mehr. Denkst du, ich hab im Leben nichts zu tun oder was? Das krieg ich noch mehr, wenn du am Essen bist, ey. Felix kommt von Judas sein Lehrling? Da fehlt aber irgendwie ein Verb. Aber ja, Felix ist anscheinend Judas Lehrling. Was könnte ich denn kochen? Pizza. Ich bin Padawan von Judas. Pizza da, ich mag jetzt nicht extra drei. Vielleicht mache ich auch Nudeln. Hä? Bestellen? Muss nur warten, bis Chris da ist. Nee. Oh, das ist so fies. Ich kann das nicht spekulativ so machen. Das war auch nur Spaß. Ja. Wir hatten das letzte schon bei ETS. Aber heute tatsächlich die letzte Gelegenheit für ihn wäre, für die nächsten 6 Wochen, glaube ich. Lumi, wir hatten das Thema als letztens zum ETS fahren, aber es war halt nicht da. Huh? Nee, sein habe ich das Personalpronomen angesehen, Xan, in dem Fall. Mit dem Essen bestellen, meinst du? Ja, da warst du nicht da. Was hat er gesagt? Benni hat eure Drug Simulator gespielt. Ja, ich hab's schon mitbekommen, dass ich da nicht da war. Das habe ich Lumi gestern schon erzählt, dass sie das verpennt hat. Ach so. Ich hab's nicht verpennt, ich musste arbeiten. Ich hab schon erzählt, dass du nicht mit uns spielen wolltest, das auch. Es soll Menschen geben, die müssen ihre Brötchen verdienen abends. Ach Quatsch, ich bin ja auch daheim und verdiene. Wirst du mal einen Abend nicht am Bahnhof stehen müssen? Ben? Ja? Ich bekomme gerade so ein immenses Bedürfnis, auf die Twitch-Con zu gehen und ein Messer dabei zu haben. Also das ist gut, die haben gute Security, habe ich gehört. Das ist nicht so schlimm. Ach, ich habe selber mal bei der Security gearbeitet. Ich weiß ja gut, wie man an der Security vorbeikommt. Bitches werden die sehr gut ab. Ich wirke sehr, sehr harmlos. Außerdem, wenn Felix Judas Lehrling ist, dann müsste das so sein, Felix doch von Yoda sein Lehrling sein oder ist. Oder? Ja, was? Was? Macht Yoda nicht immer die Verben ans Ende? Du stellst Fragen. Da gibt es eine Regel für, wie der das wirklich macht. Echt? Ja, der macht das nach einer bestimmten Regel und ich glaube, er stellt die Verben immer ans Ende. Das kann sein, ja. Bekifft du sein musst. Ja. Aber das dann werden sie die Ende. Deswegen funktioniert das nicht, was du da geschrieben hast, Xan. Deswegen war ich auch verwirrt, dass das Verb fehlt. Ah, ich muss mal klug scheißen. Wo seid ihr in welcher Ebene? 57. 47. 77.
Wo bist du eingestiegen denn? 55. Okay. Oh, ich habe Diamanten gefunden. Ich muss eh jetzt mal raus. Nur schade, dass die nicht so wertvoll wie in Minecraft sind. Alter, sind hier viele Skelette. Doch in der Schädelhöhle? Nee. Skelette gibt's auch in der Eisgegend. Ja. Ich renne doch durch die Eisgegend gerade. Eher Mumien als Skelette. Ja, Mumien. Die sehen auch wie Skelette aus. Hä? Du bist nicht in der Schädelhöhle, dann kannst du keine Mumie sein. Ja, es sind Skelette, mein Gott. Was denn nun? Skelette. Entscheiden Sie sich, Mister. Tor 1 oder Tor 2? Sehe ich gerade. Wo kommen die denn ab 50? Was? Wen? Die Skelette. Da gibt's auch Staubgeister noch, oder? Ich glaube. Du stellst Fragen. Warum stellt ihr alle so merkwürdige Fragen? Genau, Xan, denke ich mir auch, deswegen. Und sein Lehrling wäre ja auch möglich. Ich bin der Zauberlehrling. Dann passt nur das von nicht. Hi, Chris! Ja, guck mal, wenn man vom Teufel tratscht. Vom Teufel tratscht. Ich bin die ganze Zeit hier in den Nacken getreten, weil ich am Montag keine Zeit hatte. Ich fühle mich voll schlecht. Das meinte ich gar nicht, ich meinte das davor. Du musst dich auch schlecht fühlen. Ich weiß, dass du das davor meintest, dass wir über das Essen bestellen gesprochen hatten, ja. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich das jetzt so angesprochen hätte, dann würde es so wirken, als ob ich wundern würde, dass ich Essen bestellt bekomme und das will ich ja nicht. Zack, klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. So. Ich betrachte das ja immer noch als liebevolle Geste und nicht als ja, sprich dich ruhig aus. Selbstverständlichkeit. Ja, das sagt sie jetzt. Oh, der auch Amethyst gefunden. So sind die Amethyste so. Ist viel anders. Was macht denn dein Wasserschaden, Chris? Anderser? Anderser. Ich hab gehört, anderser. Felix, wenn du Geoden aufbrechen gehst, du ganz ruhig die gefrorenen Geoden mitnehmen, gell? Ja. Just saying, davon haben wir irgendwie 60 Stück. Oh. Könnte ja sein, dass man die vielleicht noch irgendwie... Ich könnte jetzt sagen, wir hatten nicht so viel Geld, aber das stimmt ja auch nicht. kein Stress, Chris. Alles gut. Sagt dem Pizzaboten, der kann sich Zeit lassen. Oh, Leute. Das ist wirklich ein bisschen fies, Felix, dass man das Drama. Also. Ja, Lumi verhungert nicht so schnell. Wie gesagt, wollte ich damit bloß sagen. Das ist auch fies, aber ja, es ist auch nicht. Ja, das ist nur Richtung Lumi fies. Arg, Chris. Dass ich fies bin, wer ist der Chris eigentlich? Ich bin kurz vorm Tropf gehen, super. Müsst vielleicht mal nach Hause gehen. Du kannst nach wie vor immer noch Donations und Kram zu teilweise. Was ist mit dem Wasserschaden passiert? Hallo Chris übrigens. Nee, er meinte, sein Konto ist überzogen wegen PayPal, weil das Disco gesperrt wurde. Das ist mies. Ja. Also, erstmal muss Lumi hungern. Darum geht's gerade nicht. Es gibt gerade ein schwierigeres Problem, glaube ich. Schwierigere Probleme als mein Hunger, ja. Ich kann mir jederzeit ein Brot machen oder selbst was bestellen. Nächsten Monat habe ich ja wieder Kohle. Felix, gehst du aus meinem Bett raus? Du hast eine Frau. Und ein Kind? Es war nicht mehr Zeit genug. Frau und Kind. Ich muss so blank sogar den blöden Tisch wegstellen, damit ich ins Bett komme. Oh, Chris, wie hast du denn das hingekriegt, ey?